Wir sind am Flughafen angekommen. Boah, ich könnte einfach nach Berlin fliegen. Wenn er jetzt eben wegfliegt, dann hasse ich ihn. Dann hat er wirklich gewonnen. Oh mein Gott, soll ich das wirklich jetzt machen? Heute machen wir Airtag, fahren durch die ganze Stadt mit Levin und der Besonderheit, dass ich als Sheriff Levin heute verhaften werde. Und ich werde dich festnehmen. Ich habe schon einen Plan, Freunde. Ich habe schon einen Plan. Ich werde dich gleich auf jeden Fall jagen. Du hast 5 Minuten Zeit wegzulaufen und dann werde ich dich finden und dann werde ich dich suchen. Ich würde sagen 3, 2, 1, let's go. 5 Minuten ab jetzt. Ciao, Levin. Okay, Freunde, es geht los. Es geht los. Wir beobachten immer, wo er hingeht ungefähr. Ah, okay. Das Ding ist, ich habe gerade gesagt, dass ich einen Plan habe, weil ich will, dass Johannes denkt, dass ich einen Plan habe. Aber ich bin ganz ehrlich einfach planlos. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, wo ich hingehen soll, wo ich hingehen könnte. Warum rennt der dahin? Da ist gar nichts. Da ist die Bahnstation, da sind die ganzen Taxis. Ich kenne mich in Köln halt überhaupt nicht gut aus, weil ich komme ja nicht aus Köln. Für die, die es nicht wissen, ich komme aus Berlin. Aber Johannes, der ist halt wirklich ein Köln-Pro. Der kennt sich echt hier ultra gut aus. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich muss ganz kurz überlegen. Boah, wäre das heftig, wenn ich zum Flughafen gehe? Könnte ich nicht zum Flughafen fahren? Okay, er hat 5 Minuten Zeit. Scheiße. So lost. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Hauptbahnhof. 3 Minuten noch, dann geht's los. Okay, Freunde, ich habe jetzt ganz kurz geschaut, wie ich denn zum Flughafen komme. Der Flughafen wäre schon echt heftig, weil dann denkt er bestimmt, dass ich irgendwo hinfliegen will. Das ist, glaube ich, echt eine coole, lustige Idee. Also Flughafen wäre 20 Minuten entfernt mit der RE6. Das Ding ist, er könnte halt jetzt straight einfach kommen. Ich weiß nicht, wie viel sind die 5 Minuten schon rum? Ja, wo ist der bestimmt? Also wir müssen echt beeilen. 5 Minuten kannst du echt schon richtig weit weg, ne? Okay, das Erste, was ich jetzt machen muss, ist, um meinen Plan abzuführen oder überhaupt erstmal zu überlegen, ob der Plan gut ist. Ich muss jetzt erstmal hier weg, weil es kann sein, dass er jetzt schon auf dem Weg hierher ist und hier gerade her sprintet. Deshalb versuche ich hier gerade, einen Roller mir zu mieten und einfach erstmal wegzufahren. 1 Minute noch, dann komme ich neben. Okay, erstmal einfach weg. Mit Kamera auf dem Roller. No risk, no fun. Ich habe keinen Plan. Und genau das ist mein Plan. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und, okay, Levin, ich komme. Ich bin direkt los. Okay, der ist da unten, er ist am Rhein gleich. Freunde, ich bin jetzt hier gerade am Rheinufer und hier sind überall so Schiffe. Wie OP wäre das, wenn ich jetzt einfach auf so ein Schiff kommen würde und einfach mit so einem Schiff wegfahren würde? Wir müssen jetzt die Hände in die Beine packen. Was? Das wäre so geisteskrank. Aber kann man hier so Rundfahrt machen oder so? Muss mich auf jeden Fall mal kurz informieren. Das Ding ist, Levin ist gar nicht gerannt. Ich muss rennen. Ich finde dich. Müsst irgendwas finden, einen E-Roller oder so. Okay, ich bin jetzt hier direkt bei diesen Schiffen hier angekommen. Aber da scheint irgendwie alles geschlossen zu sein. Roller waren gerade Zuschauer, die mich erkannt haben. Oh Gott, was ist das? Jetzt verfolgen die mich. Habt ihr Levin gesehen? Bitte sehr. Ciao, ciao. What the fuck war die denn? Okay, wir müssen weitermachen. Ich habe auch richtige Paranoia, wirklich, dass die ganze Zeit irgendwie aus irgendeiner Ecke Johannes herkommt. Aber ich habe ja immer noch den Roller. Also sollte ich auf jeden Fall schneller sein als er. Scheiße, wo ist der? Am Rhein ist der, okay. Wir brauchen, glaube ich, einen E-Roller, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hier runter. Außerdem habe ich gesehen, dass 80% der Leute, die diese Videos regelmäßig gucken, diesen Kanal nicht abonniert haben. Deswegen würde ich sagen, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, um keins der krassen Videos mehr zu verpassen. Außerdem verlose ich 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren. Also spamt die Kommentare voll, wenn ihr 100 Euro gewinnen wollt. Ey, schade, dass das mit dem Schiff nicht klappt. Das wäre jetzt so heftig, ohne Scheiß. Wenn hier wenigstens eine Person wäre, aber das ist halt komplett leer hier, das Schiff. Okay, wir schauen mal weiter, da sind noch ein paar Schiffe. Vielleicht habe ich noch Glück. Und wenn nicht, muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Okay, Levin ist immer noch am Rhein. Ich weiß nicht, was er da macht. Wir müssen rennen. Stopp, 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 Ausweis. Ey, das sind meine Kollegen. Tag, Tagchen. Weiter. Ich habe so Paranoia. Okay, oh mein Gott, Freunde, hier sieht es richtig gut aus. Entschuldigung, kann man hier eine Rundfahrt machen? Was macht der am Rhein? Nein, der nimmt jetzt nicht ein Boot oder so. Also mit dem Schiff fahren? Ja, ich habe Freifahrt. Privat? Ah, okay. Der nimmt sich jetzt nicht ins Boot. Hä, der ist am Wasser. Aber also man kann gar nicht mitfahren? Ja, okay, schade. What the fuck? Aber mal Seifenblasen. Hier war er auf jeden Fall. Da vorne sind die Boote. Ich kann nicht mehr laufen, ich habe so Seitenstiche. Wenn jetzt auf so ein scheiß Boot geht, ich lach mich schrott. Dann müssen wir halt herausfinden, wo das Boot hinfährt und dann da hinfahren. Dann nehmen wir von Miles auch noch fahren da hin. Eigentlich habe ich jetzt richtig Bock, irgendwie doch auf das Schiff zu kommen. Digga, ich habe immer so Angst, dass er einfach irgendwo hergerannt kommt. Er ist weg. Ja, der fährt halt da hoch. Wir brauchen jetzt ein Fortbewegungsmittel. Schau mal, ob hier Miles irgendwo steht. Ja, das ist Miles. Also in der Zeit, wo wir das Auto holen, wird er sich nochmal bewegen können. Es ist einfach nur wichtig, dass ich in Bewegung bleibe. Ich darf nicht stehen bleiben. Das ist da vorne der Seitenstraße und da ist Levin. Ich bin Polizist, ich darf das. Der Fahrradweg ist wegen. Tagchen. Ja, direkt hier in der Seitenstraße. Boah, hier gehen auch Leute aufs Schiff. Vielleicht kann ich ja hier mal fragen. Ich frag mal. Entschuldigung. Please English. Can I drive with you here to see Cologne? No. Ist privat. Ist privat. Okay. Schade, Freunde. Leider auch nicht. Da ist das Auto. Mietwagen geholt. Einsteigen. Wie ein GTA gerade. Und die Polizei? Seid mir ehrlich, wie OP wäre das jetzt echt gewesen,
Wenn ich einfach in so einem Schiff wäre, Digga, und Johannes könnte einfach nichts machen, weil ich einfach wegfahre. Wie geil wäre das? Da vorne ist er. Wer fährt der hin? Ich fahre halt gerade einfach irgendwo hin, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich hin soll, wo ich hin kann. Aber ich sehe da gerade was, was eine richtig gute Idee wäre. Levin hatte eine Stunde Zeit und jetzt sind nur 45 Minuten, bis die Zeit abgelaufen ist. Und bis ich ihn da nicht gefunden habe, hat er gewonnen. Und zwar, da sind so Gondeln. Das sind einfach so Gondeln. Ich glaube, das wäre halt richtig OP. Weil dann würde ich von der einen Seite zur anderen fahren. Und solange ich in der Gondel bin, bin ich halt auf jeden Fall safe. Aber das Ding ist, er könnte halt auf der anderen Seite so mäßig auf mich warten. Wir brauchen gleich ein Blaulicht auf dem Dach, um Levin zu jagen. Von Sheriff Johannes weit und breit keine Sicht. Das ist schon mal gut. Und jetzt werde ich auf jeden Fall zu den Gondeln fahren. Entweder erst auf der Autobahn oder erst unter der Brücke, um es zu verwirren. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen bei den Gondeln. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, kann ich dann da drüben aussteigen oder fährt das wieder zurück? Weil das wäre ja richtig dumm. Das muss ich jetzt erstmal checken. Johannes hat mich übrigens gerade auch angerufen und meinte, dass ich nur noch 45 Minuten Zeit habe, um irgendwo hinzukommen. Mach dir einen Timer für 45 Minuten. So lange hast du Zeit, wegzukommen noch, okay? Ja, aber Bro, das Ding ist, ich gehe gar nicht weg. Das ist nicht mein Plan. Also er denkt quasi, dass ich jetzt irgendwo hinfahren möchte. Unser Plan ist ja, keinen Plan zu haben. Denn ein weiser Mann hat gesagt, Spontanität muss gut geplant sein. Siehst du ihn? Da ist er! Da ist er! Levin! Da ist er! Scheiße, ich kann nicht drehen! Ich kann ihn nicht drehen! Aber eigentlich laufe ich hier nur richtig lost rum und fahre jetzt erstmal entspannt ein bisschen Gondel. Da vorne war er. Scheiße, was macht er? Was macht er? Er hat nichts gemacht. Er stand einfach ganz gechillt. Das Ding ist, er sieht ja nicht, wo ich bin. Ich sehe nur, wo er ist. Freunde, wir sind jetzt hier einfach drin angekommen. Das heißt, jetzt wird ein bisschen gegondelt. Ich glaube, mir ist gar nicht bewusst, dass ich weiß, wo er ist, hä? Bruder, es ist grün, fahr! Hier stand Levin eben, jetzt ist er weg. Siehst du ihn? Ah, ich weiß, was er macht. Er will auf die Gondel, glaube ich. Er will über den Rhein fahren. Levin! Da ist er! Levin! Oh mein Gott, nein, oh mein Gott! Du kannst ja gar nicht rüberkommen, du musst ein Ticket holen, Bruder! Ich muss, ich kann nicht ganz schnell rein. Nein! Oh mein Gott, wir sind drin, Leute, wir sind drin! Na warte, ich fahr dich auf der anderen Seite, krieg ich dich. Oh mein Gott! Stimmt, er kann jetzt einfach auf der anderen Seite warten auf mich. Dann auf die andere Seite jetzt! Ich kann ihn ja nicht berühren so. Er ist da fest. Nein. Er hat einfach dieses Auto komplett schräg da abgestellt. Das Ding ist, da waren 5 Mitarbeiter, Sicherheitsmitarbeiter, die mich schon abgefuckt haben, dass ich überhaupt park höre wie so ein Asozialer. Die hat mir safe aufs Maul gehauen, wenn ich da rüber gesprungen wäre. Ich weiß, wo Levin jetzt ist und ich werde Levin jetzt auf der anderen Seite abfangen. Warum fahren wir nicht los? Scheiße, er kann ja jetzt einfach rüberfahren und dort auf mich warten. Ich weiß ganz genau, wo die Seilbahn ankommt und zwar hier. Da kann ich hier Levin schnappen gleich. Okay, da fahren wir jetzt dahin. Aber wäre das nicht der Giga-Move, wenn ich einfach hin und zurück fahre? Weil das weiß er ja gar nicht. So, Levin, das war so eine dumme Idee. Das war überhaupt nicht smart von dir. Ich weiß ganz genau, wo du rauskommst. Es sei denn, er hat auch einen Plan. Ich komme da mäßig hin und er wartet ja schon auf mich. Scheiße, was mache ich jetzt? Er wird schneller als ich sein. Ich brauche jetzt eine Idee. Jetzt muss irgendeine Giga-Idee kommen. Wir fahren jetzt auf die Brücke drauf, über die Levin auch mit der Gondel fährt. In einer dieser Gondeln ist Levin. Aber ich weiß nicht, ob er da schon ist oder ob er noch gar nicht losgefahren ist. Ich könnte jetzt doch aussteigen und einfach wieder gehen. Okay, ich frage. Hier ist keiner. Scheiße. Weil das wäre jetzt richtig OP, wenn ich jetzt einfach rausgehe. Da kommt. Kann ich doch raus? Wir spielen so fangen, weißt du? Nicht, dass du dich wunderst. Okay, Freunde, wir haben es gedribbelt. Er fährt jetzt extra nach rüber. Und denkt, dass ich da drüben bin. Aber ich bin da drüben. Nein, ich sehe gerade, er ist ausgestiegen. Aber scheiße, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe zum Bahnhof. Weil er ist jetzt wirklich in der ganz anderen Richtung. Mein Roller steht noch da. Okay, Freunde, mich würde jetzt echt mal interessieren, wie jetzt gleich Johannes guckt, wenn mein Standort sich einfach von hier entfernt. Er ist ausgestiegen aus der Bahn. Wir müssen umdrehen. Wir fahren direkt zurück. Planänderung. Wir fangen Levin doch nicht ab in der Gondel. Und wir fahren wieder zurück, weil Levin aus der Gondel ausgestiegen ist. Er ist ausgestiegen aus der Gondel. Das war das krasseste Ablenkungsmanöver, was jemals gesagt hat. Er hat ein Ticket geholt und hat es nicht mehr benutzt. Die Kacke. Ich bin in die Kacke reingetrieben. Alter. Ey, es fühlt sich gerade so an, wie wenn ich so die Weltmeisterschaft gewonnen hätte. Ohne Scheiß. Ich fühle mich gerade richtig cool, weil ich ihn halt richtig gerade hops genommen habe. Oh Mann. So, Levin, du kannst mich nicht austricksen. Ich war allzeit bereit umzudrehen. Ich habe umgedreht. Das heißt, wir heizen jetzt zum Bahnhof und schauen, ob wir dort irgendwie in einen Zug einsteigen können. Und jetzt fahren wir zurück auf die andere Rheinseite. Da ist der Dom und da irgendwo bist du gleich. Ich glaube, du fährst, also ich sehe auf jeden Fall am Standort, dass du am Dom bist, Levin. Freunde, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen beeilen und richtig sputen, weil wie ihr gesehen habt, Johannes hat einfach ein Auto und ich bin hier immer noch mit dem E-Roller. Er könnte ja jederzeit jetzt einfach hierher fahren. Ja, erst beim Dom fast. Erst beim Dom. Okay, wir müssen zum Dom. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit immer noch Paranoia, dass er irgendwie hinter mir ist oder jetzt gleich irgendwo hier angerannt kommt, wie gerade eben. Ich habe in der Gondel 0,0 damit gerechnet, dass jetzt Johannes kommt. Ah, der ist am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof ist er, oder? Wir sind jetzt quasi genau unter Levin und über uns ist der Hauptbahnhof. Okay, Roller abstellen. Wir sind angekommen am Bahnhof. Jetzt mal gucken, wo wir hinfahren.
so Auto geparkt und wir müssen jetzt direkt da hoch zum Hauptbahnhof. Okay, okay, okay. Okay, Rolle abgestellt, jetzt geht's los. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Okay, wo soll ich hinfahren, Freunde? Gleis 10, dann könnte ich zum Flughafen fahren. Boah, ich habe die ganze Zeit Angst, dass der irgendwo herangerannt kommt. Wo ist er? Er ist direkt hier, wo ist er? Das Ding ist, er sieht halt meinen Stand noch nicht, deswegen weiß ich nicht, dass ich hier bin. Wir sind jetzt hier oben angekommen. Von hier haben wir wenigstens auf jeden Fall mal eine Aussicht und können sehen, wenn da unten irgendwo Herr Johannes hergerannt kommt. Und hier kann ich auch sehen, wenn er hier hochkommt. Der Standort zeigt das ja nicht 100% genau an, wo ich bin. Das heißt, ich könnte mich hier einfach, wenn er hier hochkommt, verstecken. Hier ist der Erdweg ist nicht so genau, dass ich ihn sehen kann. Wir sind genau bei ihm, genau bei ihm. Die Bahn kommt, Freunde. Johannes noch nicht gesichtet. Hä? Was ist Heil in Sieg gerade? Ach, Johannes. Während du hier mich suchst, schlürfe ich hier ganz entspannt mein Getränk und gehe jetzt in die Bahn. Man muss auf jeden Fall auf diesem Gleis sein. Freunde, wir fahren jetzt einfach gerade aufs andere Rheinufer. Genauso wie im letzten Part einfach. Wer das Video nicht gesehen hat, Freunde, checkt das auf jeden Fall mal ab. Er ist weg, er ist der Zug. Er ist in der Bahn. Er hat mich verpasst. Er ist weg. Scheiße! Da kommt die nächste Bahn. Okay, geil. Nee, wir sind schon über alle Berge jetzt. Er ist weg. Okay, Freunde, wir können uns jetzt auf jeden Fall erstmal entspannen. Wir sind safe im Zug. Er ist über alle Berge. Scheiße. Es war so knapp. Johannes wird sich jetzt bestimmt sehr, sehr wundern, wo ich hinfahre. Ey, wenn er in Deutz aussteigt, wäre perfekt. Also, wenn er weit weg jetzt fährt. Die Frage ist nur, ob er jetzt da aussteigt oder nicht. Bis wir da ankommen, ist er entweder weg oder ausgestiegen. Deswegen müssen wir gucken, ob wir aussteigen oder auch weiterfahren. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Wir steigen aus, holen noch einen Miles und fahren nach Sobatitz und fangen ihn da ab. Ich bin erstmal gespannt, wie Johannes reagiert und was er jetzt überhaupt macht. Okay, wir steigen jetzt aus, holen jetzt wieder ein Mietauto, um dann Levin abzufangen bei der Bahnstation. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir machen können. Weil wie sollen wir schneller als die Bahn sein? Die Bahn überholen sich ja nicht. Ach, so entspannt. Erstmal eine Runde schlafen. Er fährt zum Flughafen. Er fährt zum Flughafen. Ich sehe es gerade. Das ist doch die Richtung Flughafen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Richtung Flughafen ist. Und ich kenne Levin. Levin spielt da mal gut und gerne irgendwo hin. Dann fahren wir zum Flughafen. Let's go. Sorry, leider muss ich ihr Auto beschlagnahmen. Und jedenfalls, wir sind jetzt hier am Airport einfach angekommen. Ich überlege gerade, wie heftig wäre das, wenn ich jetzt echt irgendwo hinfliege so. Okay, Levin, wir kommen. Das Ding ist, er ist jetzt gerade im Flughafen und wir fahren jetzt gerade aus Köln los. Wir brauchen 9 Minuten, bis wir hier da sind. Wo wird er sich da aufhalten? Eigentlich bin ich ja hierher gekommen, weil ich ihn so verunsichern möchte, dass ich halt jetzt irgendwo hinfliege. Aber ich fliege nirgendwo hin und hier kann man sich ja auch echt gut verstecken. Aber auf der anderen Seite wäre es halt ultra krass, wenn ich irgendwo hinfliege. Levin ist halt wirklich am Flughafen. Er kann da nicht in halben Stunden einen Flug sich buchen. What the fuck, was hat der vor? Das geht zu weit, das Video. Airtag-Fang geht zu weit. Boah, ich könnte einfach nach Berlin fliegen, Freunde. Da müsste ich aber jetzt direkt los. Freunde, wie ihr wisst, ich wohne ja in Berlin. Ich könnte halt jetzt wirklich nach Berlin fliegen. Das wäre der nächste Flieger, der jetzt direkt kommen würde. Nein, es ist doch noch ein Stau. Junge, ich weiß nicht, ich kenn mich nicht aus mit den Flügen. Wie gehen die so? Wenn er sich wegfliegt, dann hasse ich ihn. Dann hat er wirklich gewonnen. Oh mein Gott, soll ich das wirklich jetzt machen? Das wäre so ultra geisteskrank. Ich müsste halt dann wieder zurückfliegen, weil ich habe meine ganzen Sachen hier so. Boah, ich muss ganz kurz überlegen. Junge, wir müssen beeilen. Wir müssen den Stau umgehen. Das ist die Polizei. Ui, ui. Wir steppen jetzt auf jeden Fall erstmal hoch in den Flughafen. Und Freunde, ich habe gesehen, so viele Leute, die diese Videos schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Also lasst auf jeden Fall mal bei Johannes ein Abo da. Okay, Freunde, wir sind am Flughafen angekommen. Levin hat sich auch kein Meter bewegt. Ich glaube, der kauft gerade ein Ticket. Kann man bei euch noch einen Flug kaufen nach Berlin? Sheriff Johannes lässt das nicht zu. Verbrecher müssen eingefangen werden. Die dürfen nicht weiterfliegen. Der Mann hat mir jetzt gesagt, dass es einfach online billiger ist, als bei ihm vor Ort zu bestellen. So, Levin, wir sind da. Er ist genau hier. Okay, let's go. Auto steht. In die Richtung Geiser. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Ich werde jetzt nämlich online das Ticket buchen. Und dann habe ich wirklich komplett Johannes outplayed. Was man nicht alles tut, Freunde. Ihr seht hier. Nein, Geiser. Leise sein, Geiser. Let's go. Leise sich ansneaken. Leise ansneaken von hinten. Ticket ist jetzt auf jeden Fall gebucht. Oh mein Gott. Nein! Ja. Digga, das kannst du doch echt keinem erzählen. Ich habe mir gerade eben ein Ticket geholt. Ja, dann kannst du nach Hause fliegen. Viel Spaß. Aber das hast du verloren. Wir sehen uns, Levin, ne? Viel Spaß. Guten Flug. Ciao, Bro. Bro, das kann... Ich hoffe wieder nach Hause. Lass ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.